Hallo ihr Lieben, bitte wundert euch nicht, dass das Format des heutigen Videos etwas anders ist als gewohnt. Ich musste auf einen neuen Editor umsteigen, da mein alter das Service und die Updates eingestellt hat. Und deswegen wird sich jetzt an der Art und Weise der Videos ein bisschen etwas ändern. Hallo in der Küche des Küchengartens. Heute habe ich ein ganz besonderes Brotrezept für euch, und zwar den traditionellen Schweizer Sonntagszopf. Dieser darf wirklich bei keinem Sonntagsfrühstück fehlen. Der Zopf ist jetzt nicht süß, so wie das klassische österreichische Striezel, sondern man kann ihn auch mit Wurst und Käse oder Tomaten und diversen Aufstrichen belegen. Auch für dieses Rezept gibt es wieder die Rezeptkarte. Unbedingt vorbeischauen und runterladen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Beim Mehl hatte ich hier ein spezielles Zopfmehl. Das ist eine Mischung zu gleichen Teilen aus Dinkel und Weizenmehl. Ihr könnt aber auch einfach ein ganz normales Weißmehl verwenden. Zuerst mische ich das Mehl mit der Hefe, dem Zucker und dem Salz. Im trockenen Zustand lässt sich das Ganze einfach viel besser vermischen und ihr habt es beim Kneten nachher leichter. Jetzt kommt die obligatorische Kuhle. Dort hinein leert ihr die lauwarme Milch und die flüssige Butter. Danach nehmt ihr eure Gabel und verrührt langsam von außen nach innen das Mehlgemisch mit der Flüssigkeit. Zuerst wird es etwas klumpig, aber sobald ihr das ganze Gemisch auf die Arbeitsfläche kippt und etwas Liebe und Handarbeit hineinsteckt, wird es zu einem wunderbar geschmeidigen Teig. Seht ihr, jetzt wird es schon langsam. Ich verwende auch wahnsinnig gerne so eine Teigschabekarte. Damit könnt ihr die klebrigen Reste von der Arbeitsfläche sehr gut entfernen und weiter unter den Teig arbeiten. Sobald ihr mit der Beschaffenheit eures Teiges zufrieden seid, kommt ihr in eine bemehlte Schüssel. Nochmal Mehl obendrauf, damit er am Deckel nicht festklebt. Geschirrtuch oder Deckel drauf und für 2 Stunden auf die doppelte der Größe aufgehen lassen. In der Zwischenzeit vermische ich einen Eidotter mit einem Esslöffel Milch und nach circa 2 Stunden überprüfe ich einmal, ob der Teig schon schön aufgegangen ist. Oh ja, schaut mal, wie schön das aussieht! Jetzt kann man weiter damit arbeiten. Ich bemehle nochmal meine Arbeitsfläche, kippe den Teig hinaus und arbeite noch einmal rassig die Luft in den Teig ein. Also ich knete das Ganze noch einmal fest durch und schneide dann mit meinem Teigschaber 3 gleich große Stücke von dem Teig ab und forme diese dann zu Strängen. Ist euch eigentlich auch schon aufgefallen, dass ich ab und zu das R, wenn ich rede, so betone? Nicht immer, aber das kommt ab und zu. Und hier bei Strängen ist mir das extrem aufgefallen. Naja, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall mit diesen 3 Strängen forme ich dann meinen Zopf. Also ich flechte meinen Zopf schön straff und die Enden stopfe ich dann immer nach unten so zusammen und drücke ein bisschen, damit es sich während dem Backen nicht löst. Dieser fertige Zopf wird dann auf ein mit Backpapier belegtes Blech gelegt, nochmal gesichert die Enden und dann mit meinem Ei-Milchgemisch eingestrichen. Und dieser eingestrichene Zopf wird dann nochmal 30 Minuten gehen gelassen. Und nach diesen 30 Minuten wird er nochmal mit diesem Ei-Milch-Gemisch eingestrichen und ist dann bereit fürs Backen.
Der Zopf kommt dann bei 210 Grad auf die unterste Schiene für 35 Minuten in das vorgeheizte Backrohr. Danach lasse ich ihn etwas auskühlen, bevor ich ihn auf ein Gitter lege, bis er komplett ausgekühlt ist. So wird er von oben und unten schön knusprig. Jetzt ist Zeit für das Genießen und ich kann euch sagen, innen schön saftig und weich und außen eine wohlschmeckende, knusprige Kruste. Herrlich! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei meinem neuen Brotback-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, teilen und abonnieren. Das hilft mir und meinem Kanal sehr. Vergesst nicht, euch die Rezeptkarte herunterzuladen. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Unbedingt nachbacken. Der Sonntagszopf ist wirklich etwas ganz Besonderes. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie er euch geschmeckt hat. Über Feedback bin ich immer sehr dankbar. Alles Liebe und bis nächste Woche hier bei mir im Küchengarten.